Herzlich willkommen, guten Morgen. Hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Krypto-Update. Heute ist der 26.03.2021. Wie immer zu Anfang, alles, was ich hier zeige und sage, ist alles nur meine Meinung, ist keine Handlungs- und Finanzempfehlung. So, gehen wir mal zu Bitcoin rein. Ich sagte ja gestern, dass ein signifikantes Level hier die MA50 sein wird hier im Daily. Das ist die blaue hier und im Moment hält sie auch. Ja, gestern die Daily hat drüber geschlossen. Die jetzige Daily hat sogar einen kleinen V-Test im Moment gemacht. Das ist dann eher wieder bullisch zu sehen. Des Weiteren hat man hier das Fibonacci, haben wir hier das Golden Pocket angefahren. Ja, fast alle, das gilt als angefahren, ja, weil 1000%ig geht es hier innen. Genau, also im Moment sieht es eher bullisch aus. Des Weiteren, das habe ich auch gestern im Telegram-Kanal gepostet. Da könnt ihr auch joinen, einfach in der Beschreibung unten gucken. Da könnt ihr kostenlos beitreten. Da habe ich die FLEC auch schon gepostet. Ja, die mögliche FLEC, ja, man weiß es ja im Moment noch nicht. Und die ist jetzt hier in Gelb, ja. Das heißt, es ist möglich, dass es eine Bullen-FLEC ist, ja. Und wenn das eine wird, ist der ein Ausbruchsziel 65.611. Traden könnte man die, wenn die hier hochkommt, ja, hier ausbricht. Das wird, wann die da hochkommt, wenn es überhaupt da hochkommt und wann die da hochkommt, kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber Ausbruchspunkt, wenn man jetzt hier davon ausgehen, wäre 57.300 Dollar etwa. Und dann könnte man das hier auf 65.611 ja, hochtraden, das Ganze. Ja. Aber wir sind jetzt noch im Hier und Jetzt. Das heißt, wir sind jetzt noch da unten. Ich hatte ja prädiktet, dass man hier aus dem möglichen Speculatory-Angle hier eine Short eröffnen kann. Wer das gemacht hat, wäre jetzt etwa 11,5% hätte bei 11,5% etwa auscashen können oder Gewinne mitnehmen können. Glückwunsch an die, wo es gemacht haben. Also die 11,5% sind ungehebelt. Die Leute, die nach dem möglichen Descending-Triangle erst eingestiegen sind, das heißt hier in weiß die Oberkante, ja, und hier die horizontale weiße Unterkante, wer da eingestiegen ist, da waren sogar mit dem Retest drin. Der hätte jetzt hier etwa ja knapp 5% ungehebelt machen können. Auch Glückwunsch an die. Ja, eine geile Sache. So. Ja, wie ihr seht, haben wir hier eine mögliche Fleck. Sollten wir die nach unten durchbrechen, ja, dann sind hier wie die bekannten Ziele, ja, die 49.100 wäre das erste Ziel, das zweite Ziel wäre die 45.500 etwa. Und das letzte Ziel erstmal Short Term wäre 71.700. Gucken wir uns mal die MAs an. Da haben wir hier noch, wenn er runterfällt, noch einen Widerstand von 0,786er bei 47.100. Und wenn es runtergeht, hier die MA100 bei 41.600. Und beim Weekly haben wir die MA9, ja, bei etwa 49.050 etwa, ja. Also das sind so die Widerstände nach unten. Schauen wir jetzt mal ganz kurz in die kleinere Zeit an, was sich hier bilden könnte. Ja, es könnte sich hier entweder eine ISKS bilden. Ja, also hier Schulter, Kopf und Schulter. Ausbruchsziel dieser möglichen Formation wäre etwa 54.600. Oder es bildet sich hier ein Descending Boarding Wedge hier in, das sind Babyblau hier, und es hat das ähnliche Ziel. Also eigentlich ist es wurscht. Wenn es die Neckline da oben bricht, dann wäre das ein mögliches Ziel. Das wäre auch eine mögliche Long. Schauen wir ganz kurz mal. Je nach Ausbruch natürlich, was das für ein Gain wäre. Ja, das wären etwa, ja, 4, sagen wir 4,5% etwa. Oder 4,3%, wo man dann eine Long mitnehmen könnte, wenn man in keinem Trade wäre. Ja, aber wie gesagt, abwarten. Das hier ist für mich die Neckline da oben. Ja,
Und das ist ja, wie gesagt, noch sehr, sehr brisant. Gehen wir ganz kurz zu unserem Alligator. So, das ist der Williams-Alligator. Ganz kurz, die wohl noch nicht kennen. Das hier, die grüne Linie ist mehr, ist der, ja, da, ich sag mal, die Oberkiefer. Das Rote ist die Zunge und das Blaue ist der Unterkiefer. Wenn es hier einen Aufwärtstrend gibt, dann ist die grüne Linie immer oben. Und wenn es einen Abwärtstrend gibt, gucken wir ganz kurz mal. Im Daily ist es, müssen wir mal suchen. Genau hier zum Beispiel. Nee, wo, warte mal. Es ist schon ein bisschen länger her. Und jetzt streikt es TradingView. Ganz kurz. So, also beim Abwärtstrend ist die blaue Linie oben. Die rote in der Mitte und die grüne natürlich unten. So, kommen wir mal zurück. So, wie ihr hier seht, haben wir hier ja, den Alligator durchbrochen komplett. Ja, die rote Candle hat unter der blauen Linie geschlossen. Das ist erstmal ein eher bearisches Zeichen, muss man dazu sagen. Aber diese Linien sind ja noch ja, so fast so, wie sie sein sollen. Also die blaue ist ja nach unten. Des Weiteren ist die Möglichkeit wie hier, dass der Alligator schläft. Ja, und wenn er aufwacht, gibt es einen richtigen Boom. Ja, ob es jetzt ein Move, ob es jetzt nach oben oder unten ist. Ja, aber es ist nicht aller Tage, weil es könnte sich sowas wie hier bilden. Ja, wir haben darunter geschlossen. Dann hat er hier ein W-Pattern gemacht und ist dann weiter hoch. Also ich würde das hier noch nicht irgendwie aufgeben, das Ganze. Ja, und natürlich ist jetzt wichtig, wie er sich hier verhält. Weil wenn man hier mal die Struktur anguckt, ist sie sehr, sehr ähnlich. Ja, also das kennt man ja fast als Fraktal nehmen hier. Ja, also es könnte sich hier jetzt ein W bilden. Entweder, also wenn es bullish bleibt, ja, W bilden und dann weiter hoch. Ja. Gehen wir kurz mal in den Weekly, wie es da aussieht mit dem Alligator. Ja, das ist, ja, was soll ich sagen, das ist bullish, ja. Mega bullish. Da könnte er theoretisch einen Retest machen auf, ja, 41.000, also den Bereich, wo ich eigentlich noch erwarte, immer noch. Ja, wenn ihr die ganzen Videos schon verfolgt habt, das wäre etwa der 41.000 K-Bereich, ja. Aber, wie gesagt, solange hier er sowas machen könnte, bin ich hier noch nicht wirklich ganz bearish. Wie gesagt, bei den MAs sieht es auch noch relativ gut aus. Ich würde die Flinte nur nicht ins Korn werfen, ja. Aber man muss auf alle Möglichkeiten gefasst sein, ob jetzt bearish oder bullish, ja. Und für mich ist auch maßgeblich, was hier passiert, ja. Also hier in der möglichen Flag, wenn der die wirklich hier durchbricht, dann sehen wir wirklich tiefere Preise. Ja, dann ist es meiner Meinung nach, ist es vorbei. Erste Mal, ja. Da wird es eine Korrektur geben, ja. Wie stark die sein wird, ist einmal dahingestellt. Aber dann ist wirklich der Bereich hier, ich sag mal, der 49K-Bereich, der wird nicht halten, meiner Meinung nach. Da wird er schon in den 45, 46K-Bereich oder sogar in den 41K-Bereich gehen. Mindestens, ja. Aber wir sind jetzt noch in der möglichen Fleck drin. Mal abwarten, was er jetzt Freitag und übers Wochenende macht. Weil da ist der BTC auch für Überraschung gut. So, das war's zu BTC. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, lasst bitte einfach ein Like da, das dauert keine Sekunde. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts verpasst. Des Weiteren kommt in die kostenlose Telegram-Gruppe, die wo ich vorhin auch gezeigt habe, einfach draufklicken und drin seid ihr. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten sind und auch Vorteile für euch. Meldet euch bei Bybit an und sahnt einen Bonus von bis zu $200 an. Das gilt auch für Leute, die wo schon über meinen Link angemeldet sind. Ja, einfach darüber gehen und ihr erhaltet den $200 Bonus. Das kann bis zu 48 Stunden dauern, bis da bei euch gut geschrieben wird. Wichtig ist, eine Einlage dann zu tätigen. Ja, weil mich wurde auch privat gefragt, wie das funktioniert. Ja, also wenn ihr jetzt euch anmeldet oder schon bei mir über den Link angemeldet seid und überweist 0,005 BTC, sind es $50, 0,1 BTC $100 und 0,2 BTC sind es $200. Mit diesen Dollar, also die bis zu $200, könnt ihr traden, ohne dass es irgendwie Probleme gibt. Die könnt ihr euch aber nicht auszahlen lassen. Ja, die Gewinne, die wo ihr daraus generiert, die könnt ihr euch auszahlen lassen.
Das andere, was ihr einzahlt, müsst ihr auch gar nicht anrühren. Ja, ihr zahlt im Prinzip bloß ein, bekommt dann nach bis zu 48 Stunden bekommt ihr den Dollarbonus und könnt dann mit diesem traden. Und wenn ihr das verbrannt habt, könnt ihr den anderen Rest, wenn ihr wollt, entweder zurück auf die Wallet überweisen oder tradet damit weiter. Das bleibt natürlich euch überlassen. Ja, ist eigentlich eine geile Sache, ja. Gut. Wichtig ist, dass ihr auch noch Kommentare da lasst. Ja, das ist sehr, sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus, dass der Kanal ein bisschen gepusht wird, beziehungsweise auch das Video, das aktuell ist. Teils mit Freunden oder Bekannten, die wo es auch interessieren könnte. Ja, ihr würdet damit auch sehr, sehr, sehr helfen. So, kommen wir zu ETH. So, bei ETH, bei den 4-Stunden-Kerzen, ist ganz klar ersichtlich, dass mir hier irgendwas formt, meiner Meinung nach. Ein mögliches Smeddle-Triangle, ja, kann natürlich beidseitig ausbrechen. Ich werde mal das weiter ein bisschen hochziehen, das ist der mögliche Ausbruch nach unten. Ja, also ihr seht, dass er hier, dass die Unterkante jetzt schon oft angetestet wurde hier. Ja, also da wäre es einmal, haben wir hier, ja, dann haben wir hier einen Touchpoint, hier einen Touchpoint und hier jetzt einen Touchpoint. Ja. Wie könnte es jetzt weitergehen? Das Ziel der ja, möglichen SKS, wie gesagt, ich fand jetzt die Struktur nicht so toll, ja, aber anscheinend, wie gesagt, machen die Kryptos ihre eigene, ja, so wie die es wollen, ja. Das mache ich mal weg, dass man das besser sehen kann. Es ist jetzt eh erledigt, das Ganze, ja. Was kann jetzt passieren? Es könnte jetzt hier ein Rebound geben, hier an die Oberseite des Triangels, ja, bevor es vielleicht wieder runter geht. Und irgendwann werdet ihr dann nach oben oder nach unten dann ausbrechen, je nachdem. Dazu schauen wir jetzt uns mal ganz kurz die Indikatoren an. Hier habe ich den Stochastik oben, dann habe ich den RSI und unten habe ich den Wavetrend. Beide sind im Moment im überverkauften Bereich, etwa also im unteren Bereich hier. Und muss nicht sein, ja, es heißt nicht immer, wenn es jetzt alles unten ist, dass es dann nach oben geht. Aber es ist ein Indiz, ja, dass es vielleicht jetzt in die Richtung Oberkante gehen kann. Ich mache mal kurz die Linie, die stören vielleicht schon ein bisschen. So, aber im 4-Stunden-Timeframe hätte man jetzt Platz nach oben, ja, überhaupt kein Problem, die Oberkante anzufahren, ja. Ob so kommt, ist natürlich auch abhängig vom Bitcoin, ja, weil wenn der nach unten rauscht, dann wird das bei ETH auch so sein. Was wäre jetzt eine mögliche ja, eine Trade-Möglichkeit, ja. Hier auf dem großen Timeframe, ja, für einen längeren Trade, abwarten, bis er hier unten durchbricht und mit einem Retest, ja, also der Durchbruch, wenn er jetzt hier stattfinden würde, wäre etwa 1548, dann Retest abwarten und dann geht es runter. Der wäre hier die erste Möglichkeit, die 1439, um schon Profite zu nehmen und das Maximalziel sehe ich etwa bei diesem Triangle bei 920 Dollar. Nach oben hin, wenn wir nach oben ausbrechen würden, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wann er hier oben das anläuft, wenn er es anläuft, ja, wäre etwa die 1875, ja, sollte er drüber gehen, Retest, und dann könnte man hier eine Long machen und da wäre das 100% Ziel dieses möglichen Triangels wäre 2587, ja. Was wäre jetzt in noch kürzeren Zeit möglich. Dazu mache ich jetzt mal die Trendlinien an. Ja, also möglich wäre hier auch bei Überschreiten dieser lila Linie, ja, bei 1665 sollte er drüber kommen, kann man auch schon eine Long eröffnen. Ihr seht, wie signifikant die lila Linie ist, ja. Also da werde ich auf jeden Fall eine Long eröffnen, wenn ihr hier drüber kommt, ja. Und tradet es dann auch hoch, ja. Würde dann hier oben schon Profite nehmen, weil es kann ja dann sein, dass er nochmal zurückprallt hier, ja. Und sollte er dann durchbrechen, würde ich dann meine Position nochmal vergrößern. Schauen wir mal, wie das bei den MAs aussieht. Ja, also bei den FIP ist es so, dass wir auch das Golden Pocket hier angelaufen haben, wie ihr seht hier, ja. Also das 0,618er bis 0,065er ist im Moment abgeprallt.
Wie gesagt, muss man sehen, bei den MA selber, also den Daily sieht es gar nicht so gut aus. Er hat jetzt die 9er, die 21er, die 25er und die 50er jetzt hinter sich gelassen, bearish, ja. Das nächste wäre dann eigentlich hier die 100, die 1000, etwa 1400 Dollar. Jedoch muss man dazu sagen, dass wir hier die FIP-Level, wie gesagt, haben, ja. Da wäre dann noch, wie gesagt, das Golden Pocket bis 1524 noch im Spiel, das 0786er bei 1436 und jetzt gehen wir ganz kurz ins Weekly. Beim Weekly hätte man hier die 9er MA, ja, die in grau-weiß hier. Und ihr wisst ganz genau, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt von mir, dass sie für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja, im Moment war kurz drunter, ist wieder, er hält sich jetzt im Moment drüber. Also es ist noch bullish das Ganze, weil alles, was für mich über der M9 MA ist, ist noch für mich hyperbullish, ja. Deswegen würde ich hier auch noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Ja, sollte er darunter schließen, das sogar bestätigen, dann wäre hier auch, wenn hier auch die 1100, da etwa 1200 Dollar drin, ja, bis er die 21 hier anfahrt, ja. Aber noch sind wir drüber. Noch ist noch der Case nicht gegessen, ja. Also, es sieht noch nicht schlecht aus. So, das war's zu ETH. Können wir mal ganz kurz zu Cardano. So, bei Cardano sagte ich gestern, da war mal bei dieser Kerze hier. Also, erstmal, bevor ich jetzt da unten anfange, das Rote, wo ihr seht, ist ein mögliches Ascending Triangle. Ich sagte ja, ich werde das für euch und für mich natürlich beobachten, wie es da weiterläuft. Und gestern bei dieser Kerze hier, die bullische Kerze hier, die grüne, da war mir gestern beim letzten Video gewesen. Ich sagte, passt auf, ja, wie der Retest hier aussieht. Ich denke nicht, dass es ein erfolgreicher Retest werden würde, ja, weil das Volumen extrem beschissen war, ja. Und es hat sich im Moment bestätigt, also auf jeden Fall bis jetzt, dass er noch nicht ausbrechen wollte aus dem Triangel, ja. So, er hat dann versucht, hier über die si wirklich signifikante babyblaue Linie drüber zu gehen bei 1,147. Er hat es halt nicht geschafft. Jetzt im Moment wird er hier so ein bisschen gefangen. Theoretisch kann sich hier auch, wie ihr seht, was anderes bilden, ja, muss man halt mal abwarten. Irgendwann muss er sich entscheiden, irgendwo auszubrechen, ja, und das wäre spätestens am 31. März. Also wir könnten theoretisch so lange noch seitwärts laufen jetzt hier, ja. Hoffen wir es mal nicht, aber man steckt natürlich auch nicht drin bei dem Ganzen. Und ich sagte ja bereits, sollte er über die babyblaue Linie gehen, werde ich eine Long eröffnen. Ja, ganz klar. Die ist bei mir sehr signifikant. Ihr habt hier das Label, das Preislabel. Sollte er hier unten durchbrechen mit einem halbwegs annehmbaren Volumen, ja, und auch mit einem Retest, dann wäre hier eine Short-Möglichkeit. Ich persönlich, wisst ihr, ich gehe nicht Short bei Cardano, aber das soll ja nicht andere abhalten, den Coin zu shorten, ja. Da wäre hier dann die Möglichkeit, dann Short zu gehen und dann sind hier mögliche Anlaufziele, die 98 Cent bis 1 Dollar und dann die 90 Cent. Und so weiter und so fort. Aber im Moment sind wir hier. Sollten wir jetzt hier drüber kommen mit einer Long nach oben, dann werde ich hier das erste Mal Profite nehmen. Ja, also an dem Balken. Sollten wir hier dann drüber gehen mit einem Retest, werde ich hier meine Position wieder vergrößern und werde hier dann an der Oberkante Profite nehmen. Sollte mir hier drüber kommen, dann werde ich die Position wieder vergrößern. Und da hätten wir dann ein Ziel nach oben bei 2,10 Dollar in etwa. Und würden wir hier das Bearish auflösen, hätten wir ein Maximalziel von 40 Cent etwa, ja. Wo ich persönlich im Moment noch nicht ganz dran glaube, aber es ist ja alles möglich. Es ist ein Pattern, wo er auch zu 100% angefahren werden kann. So, das war's zu Cardano. So, gehen wir kurz mal zum Binance Coin. Da wurde sich gewünscht, da wurde ich privat angeschrieben. Da habe ich gedacht, gut, dann mache ich das mal. Hier seht ihr im Daily eine mögliche, ja, Smectral Triangle oder Bull Flag, ja. Die Touchpoints sind da, wie ihr seht, also hier in Gelb, ja.
im Daily, muss man dazu sagen, ja. Das heißt, das Ganze kann jetzt noch bis theoretisch bis Mitte April gehen, bevor er sich entscheidet. Da hätte man folgende Ziele, ja. Ich mache das mal gelb. Sorry hier, gelb. Wenn er nach oben ausbricht, dann tun wir das mal duplizieren und Ausbruch nach unten. Ja. Nee, stopp. Das war jetzt von mir ein Fehler. Nach unten ist hier nur maximal die Spanne dazwischen. Genau. So, dele. Gut. Also sollte er jetzt nach oben ausbrechen hier, hätte ich hier ein mögliches Ziel von genau $500, ja. Also wenn er jetzt hier ausbrechen würde, kommt natürlich darauf an, wann er ausbricht. Wenn er hier ausbricht, wäre es natürlich weniger. Aber im Moment hier Ausbruchsziel wäre etwa $500 und Ausbruchs-Entry hier wäre etwa $283, wenn er hier ausbrechen würde, ja. Nach unten hin sieht es ein bisschen anders da aus. Da würde mir hier Ziele von etwa, ja, je nach Ausbruchspunkt natürlich, von 71,5 Dollar erreichen. Ja. Ich glaube da nicht ganz dran nach unten, aber es ist, wie gesagt, alles möglich. Es gibt immer zwei Ziele, wie ihr wisst. Ja. Und wichtig ist, dass der Punkt, dass man den Punkt nicht verpasst. Das Volumen selber sieht auch gut aus. Es ist abfallend, ja. Also es spricht nichts dafür, dass man jetzt demnächst oder jetzt in den nächsten Wochen, ja, spätestens ausbrechen bis Mitte April, 11. April, ja, spätestens. Und genau, ja, also das ist eher, ja, ob es das noch Short Term zu bezeichnen ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut tradebar. Hier ist wichtig, dass wenn nach Ausbruch nach unten, dass man einen Retest dann im Daily abwartet, ja. Das ist dann hier ganz wichtig. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, ja. Vielleicht hören wir uns morgen, das weiß ich nicht, weil morgen habe ich sehr, sehr viel zu tun, ja. Vielleicht auch nur, wenn es was Dringendes gibt. Wenn ihr zählt das, was ich euch heute jetzt oder jetzt in dem Video gesagt und gezeigt habe, was meine Meinung ist natürlich. Und ja, gut, das war's. Und schönes Wochenende. Euer Krypto-Dennis von der Bullversus Bears Academy. Tschüss.